Mein Traum, Segel setzen für sauberen Seetransport. Also ein Arbeitstag bei mir ist relativ vielfältig und natürlich, man muss unterscheiden, ob ich jetzt als Geschäftsführer der Timber Coast oder als Kapitän auf der Aventur tatsächlich fahre. Als Geschäftsführer der Timber Coast habe ich, da wir ein ziemlich kleiner Laden sind, eigentlich alle Aufgaben, die man in der Firma zu erfüllen hat. Also vom Wareneinkauf bis zum Verkauf, bis zum Kundengespräch. Und als Kapitän der Aventur, da freue ich mich wirklich immer drauf, wenn wir auf See sind. Auf See habe ich meinen ganz normalen Wachturn, wunderbar, 8-12-Wache. Da geht man halt seinen Wachturn, da wird navigiert und Segel setzen, Segel bergen. Man versucht immer das Schiff so schnell wie möglich zu bewegen und so sicher wie möglich. Unterstützt werde ich da aber natürlich von einer kompetenten Mannschaft. Ich habe kompetente Offiziere und Decksleute, die natürlich in dem Team zusammenarbeiten. Ja, und selbstverständlich unsere Mitsegler, ohne die es auch nicht geht. Wir als Gesamtheit, als die gesamte Crew können dieses Schiff fahren. Ohne das geht's nicht. Ja, mein Leben vor Timber Coast, bevor ich Timber Coast gegründet habe, war ganz anders. Ich habe eigentlich eine relativ normale Laufbahn in der Seeschifffahrt gehabt. Bin eher durch Zufall zur Seefahrt gekommen, bin dabei geblieben, habe meinen Matrosenbrief gemacht, bin als Matrose gefahren, habe dann mein Kapitänspatent gemacht, bin weiter gefahren, bis ich irgendwann mal Familie hatte. Dann war es eigentlich naheliegend, dass ich mir einen Landjob suchte. Und dieser Landjob war zufällig in Westafrika. Und daraufhin habe ich 23 Jahre in Westafrika gelebt und gearbeitet in verschiedenen Jobs. Anfangs für eine Baufirma, später habe ich mich dann selbstständig gemacht in Westafrika und habe gut 10 Jahre lang Schwertransporte gemacht für die Ölindustrie. Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, das will ich nicht mehr mitmachen. Und dann kam der Entschluss, auszuwandern nach Australien und dort eine neue Firma zu gründen, die im Grunde genommen was Ähnliches machen sollte, aber nachhaltig und mit einer sozialen Verantwortung. Also ordentliche Arbeitsplätze zu schaffen. Und dann haben wir uns tatsächlich hingesetzt und gesagt, was können wir tatsächlich aktiv machen? Und dann kam eben sehr schnell die Idee auf, wir gründen hier ein Unternehmen, das einen sauberen Transport an der Küste zwischen Cairns und Brisbane anbietet. Wie funktioniert das eigentlich bei uns bei Timber Coast? Wie verdienen wir eigentlich Geld mit diesem Unternehmen? Das ist sehr einfach. Wir sind grundsätzlich eine Reederei und bieten Transporte an. Jetzt haben wir natürlich einen besonderen Transport und zwar mit dem Segelschiff so gut wie emissionsfrei. Also wir haben ja die Mission Zero, sicher schon mal von gehört. Wir versuchen auf Null zu kommen mit der Verschmutzung durch unsere Transporte und das gelingt uns auch fast. Sind dann zu Messen gegangen und haben da offene Türen eingerannt. Also alle gesagt, Mensch, warum habe ich das nicht vorher erfahren? Und so haben wir die ersten Kunden gekriegt. Und unsere Kundschaft besteht eben hauptsächlich aus Kaffeeröstern, Kakao- bzw. Schokoladenproduzenten. Also als ich mit dem Projekt anfing und diese Idee entwickelte, hatte ich natürlich volle Unterstützung meiner Familie. Anders sah das in der Öffentlichkeit aus. Das Projekt wurde nicht ernst genommen. Das hat sich völlig gewandelt. Also man ist inzwischen auf uns aufmerksam geworden und man nimmt uns ernst. Also wir werden inzwischen zwar nicht als Konkurrenz gehandelt, aber doch als Beispiel, wie es anders gehen kann. Und das ist eigentlich das Hauptfund, mit dem wir wuchten können. Mit dem bisschen Ladung, das wir fahren, werden wir nicht viel erreichen. Ja, wir werden jetzt nicht den Welthandel dadurch ändern. Aber mit der Idee und mit der Message, die wir haben, erreichen wir unheimlich viele Leute. Bis hin in die traditionellen Reedereikreise. Und auch da, nicht nur durch uns, macht man sich generell jetzt Gedanken, wie man die Seeschifffahrt sauber machen kann. Einmal muss man das unbedingt wollen. Man muss davon überzeugt sein, man muss sich nicht dazu drängen lassen oder irgend sowas. Nein, wenn man die Idee hat und will das, dann muss das aus einem selber rauskommen. Das ist Number One, als Grundvoraussetzung. Und dann auch sich darauf einstellen, dass man sehr viel mehr arbeiten muss, als wenn man irgendwo angestellt ist. Und das Zweite ist, und das ist kein Scherz, ich rate jedem, als erstes mal eine vernünftige Buchhaltung zu machen. Denn wenn du anfängst, 2-3 Monate schon gearbeitet hast und fängst dann an, im Nachhinein deine Buchhaltung zu machen, forget it, das ärgert dich noch Monate, wenn nicht Jahre. Ich habe es auch jahrelang machen lassen vom Steuerberater und musste mich darum nicht kümmern. Das war sehr praktisch, aber nicht mehr zeitgemäß, insbesondere deshalb, weil die Ergebnisse der Buchhaltung, die mich auch so, die ich als Entscheidungsgrundlagen für geschäftliche Dinge brauche, die eigentlich zu spät kommen. Die kriege ich einen Monat später oder 6 Wochen später oder sowas. Also es ist nicht zeitnah. Und ich benutze jetzt tatsächlich seit einiger Zeit Lexware. Seit letztem Jahr haben wir damit angefangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich will da keine Werbung für machen, aber das ist sowas von Erleichterung, sowas von praktisch. Ich brauche nicht mehr jemanden fragen, sondern
Kannst du mal die Rechnung von dem raussuchen? Wer war das nochmal? Das habe ich auf dem Handy. Zack, zack, habe ich das. Das ist eine unheimliche Arbeitserleichterung. Also wir machen die Buchhaltung damit. Wir haben jetzt gerade angefangen, die Warenwirtschaft damit zu machen. Und wir werden das in naher Zukunft ausweiten, auf jeden Fall. Es gab nicht einen Moment, wo ich gesagt hätte, ich will nicht mehr. Es ist viel Arbeit. Und man muss da also ständig an seine Grenzen gehen. Und ich denke, das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Also die nächsten ein, zwei Jahre werden wir noch kämpfen müssen. Aber ja, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, kommen wir da auch hin. Dann werden wir ins sichere Fahrwasser kommen.